Diskussion. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung nach Bremen, der ich gerne gefolgt bin. Ich freue mich sehr, heute mein neues Buch Jenseits von Gut und Böse, warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind, vorstellen zu dürfen. Damit Sie einen Eindruck von dem Buch gewinnen können, werde ich nicht nur einzelne Passagen aus dem Buch vortragen, sondern auch versuchen, Ihnen die logische Struktur, den Aufbau des Buchs zu vermitteln, so gut das eben geht, in einer Dreiviertelstunde. Es wird vielleicht ein bisschen anstrengend sein, aber ich hoffe, dass Sie zumindest einen kleinen Eindruck bekommen können. Einsteigen möchte ich mit einer gekürzten Lesung aus der Einleitung, die zumindest ansatzweise zeigt, um welche Themen es in dem Buch geht. Kurze Frage, geht das Mikrofon, ist alles okay? Mhm. Ja. Man versteht mich auch den. Das versteht mich, aber nicht so schön. Ich sehe Sie nicht. Ich muss ein bisschen lauter machen, wenn Sie nicht. Das geht nicht. Ein bisschen lauter geht es? Ja, ich wollte mal vertreiben. Sie sieht ihn nicht. Es ist doch ein optisches Problem, aber kein akustisches. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen lauter, aber es klingt nicht besser. Wir kriegen das schon alles hin. Machen wir ein bisschen mehr Öl rein. Nur, dass es jetzt nicht piepst. 1-1. Ja, ist besser? Ja, besser. Ein bisschen. Das Böse ist eine Wahnidee, die zwar in unseren Köpfen herumspukt, für die wir in der Realität jedoch keine Entsprechung finden. Je genauer wir hinschauen, desto klarer erkennen wir, gute und böse Menschen gibt es ebenso wenig wie gute und böse Katzen, Elefanten, Regenwürmer oder Delfine. Als ich diese zugespitzte These vor etwa einem Jahrzehnt auf einer philosophischen Tagung vortrug, blickte ich in einigermaßen verstörte Gesichter. Von Gott und Teufel hatte sich das philosophisch gebildete Publikum, vor dem ich referierte, zwar weitgehend verabschiedet. Doch an der Unterscheidung von Gut und Böse meinte es unbedingt festhalten zu müssen. Und so stießen meine Argumente gegen das moralische Schuldprinzip auf hartnäckigen Widerstand, vor allem als ich ausführte, dass sich auch Hitler und Stalin nicht aus freiem Willen für das Böse entschieden haben. Dass die beiden Diktatoren immerhin die Hauptverantwortlichen für die Abschlachtung von Millionen von Menschen letztlich nur das tun konnten, was sie tragischerweise aufgrund ihrer jeweiligen Lebenserfahrungen tun mussten, war ein geradezu ungeheuerlicher Gedanke, den die meisten Zuhörer voller Entrüstung von sich wissen. Wo kämen wir auch hin, wenn derartige Bestien moralisch entschuldigt würden? Reaktionen wie diese sind verständlich. Denn unsere Gehirne wurden über Jahrhunderte hinweg auf der Basis von Schuld und Sühne und Gut und Böse programmiert. Dass man die Welt auch auf eine völlig andere Weise wahrnehmen könnte, kommt vielen Menschen gar nicht erst in den Sinn. Deshalb setzt sich derjenige, der den Versuch unternimmt, diese Denkmuster in Frage zu stellen, der Gefahr aus, grob missverstanden zu werden. Nur zu leicht kann man ihm unterstellen, dass er die Gräueltaten Hitlers oder anderer Diktatoren legitimieren wolle. So war es nach meinem Vortrag vor ungefähr 10 Jahren und ich befürchte, dass derartige Fehlinterpretationen auch die Aufnahme des vorliegenden Buches begleiten werden. Dass ich trotz dieser Gefahr abermals den Versuch wage, eine menschenfreundliche Philosophie jenseits von Gut und Böse zu skizzieren, mag man als Ausdruck von Dickköpfigkeit interpretieren. Doch im Laufe der Jahre ist in mir die Überzeugung gewachsen, dass ein konsequenter Abschied vom moralischen Dreigestirn Schuld, Sühne, Strafe das Beste wäre, was uns passieren könnte. Friedrich Nietzsche sah in diesem Abschied sogar den Fortschritt aller Fortschritte. Obgleich der Philosoph mit dem Hammer durchaus zu Übertreibungen neigte, mit dieser Einschätzung traf er voll ins Schwarze. In der Tat
würde sich unser Verhältnis zur Welt in dramatischer Weise verbessern, wenn wir unsere altbackenen Moralvorstellungen endlich aufgeben könnten. Denn diese Vorstellungen haben uns summa summarum krank, kritikunfähig, selbstsüchtig und dumm gemacht. Verlieren würden wir durch den Abschied von Gut und Böse nichts, worauf wir nicht gut und gerne verzichten könnten. Denn das traditionelle Gut- und Böse-Schema hat uns im Kampf um eine humanere Gesellschaft keineswegs geholfen. Im Gegenteil, hinter der moralischen Maske lautet immer schon der blinde Instinkt der Rache. Die Belegung des Fremden, des Abweichlers, des Gegners mit dem Signum des Bösen erlaubt erst jene Eskalation von Gewalt, die sich wie ein blutroter Faden durch die Geschichte der Menschheit zieht. Ein Abschied von diesem archaischen Denkmuster würde uns, so eine der Hauptaussagen des vorigen Buchs, nicht nur in ethischer Hinsicht stärken, er würde uns auch zu einer entspannteren Weltsicht verhelfen. Dieser Perspektivenwechsel würde unser Verhältnis zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen entkrampfen. Ja, er hätte durchaus auch eine spirituelle Dimension, denn was Gläubige Tag aus, Tag ein ihren Gebeten erflehen, die Erlösung von dem Bösen, liefert uns eine humanistische, rational-wissenschaftliche Weltsicht gewissermaßen frei Haus. Zu dieser Erlösung bedarf es nämlich keiner göttlichen Gnade, keines wie auch immer gearteten Beistands von oben, sondern lediglich einer kritischen Überprüfung unserer Annahmen über die Welt. Sie sind skeptisch? Gut so. Würde ich einen Text lesen, der derartige Welterlösungsformeln enthielte, würden auch bei mir sofort sämtliche Alarmsirenen ertönen. Aber ich darf Sie beruhigen, ich habe ganz gewiss nicht vor, eine neue Religion zu begründen. Als kritisch-rationaler Philosoph liegt es mir fern, Versprechungen zu machen, die nicht in irgendeiner Form überprüfbar wären. Und so werde ich Ihnen auch ganz bestimmt nicht vorgaukeln, dass sie bloß diese oder jene Weisheit berücksichtigen müssten und schon wären auf einen Schlag sämtliche Probleme der menschlichen Existenz gelöst. Die in Aussicht gestellte Erlösung von dem Bösen meint deshalb auch keineswegs die Erlösung von allen Übeln. Selbstverständlich werden wir auch nach dem Abschied von Gut und Böse nicht das Paradies auf Erden finden. Leid, Schmerz und Tod bleiben unsere ständigen Begleiter. Allerdings können wir sehr wohl lernen, mit diesen Widrigkeiten des Lebens etwas vernünftiger, etwas gelassener, etwas humorvoller umzugehen. Paradoxerweise sind es gerade die von vielen als kränkend empfundenen Ergebnisse der modernen Naturwissenschaften, die uns bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen können. Ich bin überzeugt, nicht zuletzt aufgrund eigener Erfahrung, wenn wir die Kraft der Wissenschaft nutzen, um den illusionären Ballast über Bord zu werfen, mit dem wir gewöhnlich durch die Stürme und Flauten des Lebens schippern, so verhilft uns dies zu einer alternativen, heiter gelassenen Lebenseinstellung, zu einer neuen Leichtigkeit des Seins. Geben wir Adam und Eva also eine zweite Chance. Als sie das erste Mal die Früchte vom Baum der Erkenntnis pflückten, waren diese Erkenntnisfrüchte bedauerlicherweise noch höchst unreif. Jedenfalls hat sich das Versprechen der Schlange, wir würden durch die Erkenntnis von Gut und Böse zu Göttern, nicht erfüllt. Diese vermeintliche Erkenntnis hat unseren Denkhorizont weiter verengt und hasserfüllte Rachefeldzüge gegen das vermeintlich Böse heraufgeschworen. Es ist, wie ich meine, an der Zeit, die geheimnisvollen Früchte vom Baum der Erkenntnis neu zu ernten. Sie sind erst in jüngster Vergangenheit, Jahrtausende nach der Entstehung der biblischen Mär, reif geworden. Diese Reife zeigt sich nicht zuletzt darin, dass heute mit ihrem Verzehr keine unhaltbaren Versprechungen mehr verbunden sind. Klar ist, die Erkenntnis der Nichtigkeit von Gut und Böse wird uns ganz sicher nicht zu Göttern machen. Vielleicht aber doch, und das ist sicherlich alle Erntebemühungen wert, zu etwas freundlicheren, kreativeren, humorvolleren Menschen.